Nehmen Sie mal Schiff und zu überschickt die Rehbein. Ach, da bist du ja schon. Guten Abend zusammen. Mein Gott, das war wieder ein Verkehr. Oh, vielen Dank, Frau Heines. Na du, Chef, wieso sind denn Sie schon hier? Straßenbahn. Bist du mal auf die Idee gekommen? Das ist ja geradezu pervers. Komm, setz dich, Walle. Danke. Alkohol? Nee, du. Oder schon Mineralwasser. Naja, also 0,2 Promille kann ich mir schon noch leisten. Ich bring schon. Essen dauert sowieso noch etwas. Aber das riecht schon. Nanu, kommt Harry doch noch? Na, mir hat er gesagt, er kann nicht heute. Wahrscheinlich macht er Überstunden beim Mädchen. Falls es blond ist. Und nicht über 18. Ja. Oh, das ist wirklich grässlich, also stell das wieder weg. Ja. Sagen Sie mal, sind Sie wirklich mit der Straßenbahn gekommen? Ja, natürlich. Logische Schlussfolgerung, Walter. Sein Wagen ist kaputt. Naja, Benzinpumpe. Kann jedem passieren. Dafür habe ich aber jetzt ein gutes Gewissen. Prost. Prost. Robert? Ja? Da ist es mit Lansky. Nebenan, ob du nicht mal rüberkommen könntest. Wieso? Was ist mit Lansky? Ja, Frau Lansky war eben hier. Sie ist so besorgt um ihren Mann. Er ist nach Hause gekommen, völlig apathisch. Redet nicht. Ist ganz fertig irgendwie. Dann soll sie doch einen Arzt holen. Tut ihm was weh? Sie sagt nein. Aber er will überhaupt niemanden sehen. Ja, wenn er niemanden sehen will. Das ist unser Nachbar. Er ist Vertreter in was eigentlich? Textilien. Also, du musst mal rüber, Robert. Sie ist ganz verzweifelt. Ja, also gut. Gehen Sie mal mit, Chef. Ja. Ich glaube, den Mann habe ich gesehen. Als ich kam, da saß ein Mann auf so eine merkwürdige Weise in seinem Wagen. Das fiel mir direkt auf. Na gut, dann rufe ich später noch einmal an. Danke. Frau Lansky. Vielen Dank, Herr Heines, dass Sie kommen. Ich bin ganz allein im Haus und weiß mir gar keinen Rat. Guten Abend. Das ist mein Chef, Kommissar Keller. Angenehm. Ich habe nämlich Besuch heute Abend. Ja, störe ich Sie vielleicht? Nein, nein, also was ist mit Ihrem Mann? Soll ich einen Arzt holen? Nein, ich rufe ja deshalb gerade an. Bitte kommen Sie. Was ist denn mit Ihnen, Herr Lansky? Wieso? Lasst mich doch einen Moment hier ruhig sitzen. Ist der Dr. Mertens jetzt da? Was telefoniert sie denn da? Kann ich ihn bitte sprechen? Ich will keinen Arzt, ich brauche keinen. Ja. Es besteht gar kein Grund, einen Arzt zu rufen. Sagen Sie ihr das bitte. Aber Sie sind doch nicht in Ordnung. Darf ich mal Ihren Puls fühlen? Fassen Sie mich nicht an. Entschuldigung. Wenn ich nur meine Tabletten, meine Frau weiß schon, haben könnte. Der ist ja völlig außer sich. Ja, das ist er. Was sagt er denn? Hat er Ihnen irgendwas gesagt? Nein. Deine Tabletten, Heinz. Dr. Mertens kommt gleich. Danke. Ich habe ihn endlich erreicht. Sag mal, bist du verletzt? Das Handtuch in der Toilette ist ja ganz blutig. Verzeihen Sie ja eines. Meine Frau hätte Sie gar nicht rufen sollen. Völlig unnötig. Ich fühle mich schon wieder ganz großartig. Hast du einen Cognac da? Cognac? Ja, oder Whisky. Ich habe doch einen Sohn, der Whisky trinkt. Whisky? Kann sein. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Sagen Sie, Herr Lansky, wenn Sie vielleicht einen Unfall mit Ihrem Wagen gehabt haben. Ich hatte keinen Unfall. Was reden Sie da? Ich bin vollkommen in Ordnung. Ich brauche jetzt nur einen Schnaps. Eine trockene Kehle, das ist alles. Aber irgendetwas muss doch passiert sein. Ach, nichts ist passiert. Es besteht gar kein Grund, in der Nachbarschaft herumzulaufen. Was hast du eigentlich erzählt? Was habe ich erzählt? Dass irgendetwas mit dir los ist und ich weiß nicht was. Was soll mit mir los sein? Ich bin erschöpft, ich bin müde. Ich bin immer müde, wenn ich nach Hause komme, das weißt du doch. Ich arbeite. Da habe ich doch wohl ein Recht, müde zu sein. Wer sind Sie denn? Das ist Kommissar Keller. Er war gerade zu Besuch, als Ihre Frau rüberkam. Warum tust du das? Weil ich Angst hatte. Angst, Angst. Hast du Grund, von Angst zu reden? Hast du je Grund gehabt? Vielen Dank, Herr Heines, für Ihre Bemühungen. Und auch Ihnen, Herr Kommissar, besten Dank. Aber die Aufregung meiner Frau, Entschuldigung. Aber es macht doch nichts. Meine Frau hätte Sie gar nicht rufen sollen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Vertreter ist der Lansky? Ja. Bei Gehring und Co. Hm. Was ist denn das? Was sind das für Flecken? Blutflecken. Wahrscheinlich Blutflecken. Bitte entschuldigen Sie, Herr Heines.
Herr Kommissar, vielleicht war ich wirklich ein bisschen voreilig, aber es sah so schrecklich verstört aus. Ja, schon gut, Frau Ramsky. Der Arzt kommt ja sicher gleich vorbei. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Schatz. Guten Abend. Guten Abend, Herr Heines. Nanu, Vater ist da. Der ist früher gekommen. Ja, heute Abend. Ist was los? Mit Vater vielleicht? Nein, nein. Ich dachte nur. Er stand plötzlich in der Tür heute Abend. Die Koffer in der... Er sah so elend aus. Vater? Deshalb habe ich auch Herrn Heines gebeten. Ja, was ist denn mit ihm? Wo ist er denn? Hier. Hier bin ich. Na, mein Junge, was steht denn da herum? Warum sind Sie überhaupt noch hier? Ich benötige Sie nicht. Habe ich das nicht deutlich genug gesagt? Vater. Was willst du? Guten Nacht, Herr Lansky. Steht kein Grund, hier rumzustehen, mit denen zu reden. Ich gehe jetzt schlafen. Willst du nicht was essen? Nein, nein, danke. Das heißt, ich möchte noch was trinken. Eine ziemlich komische Geschichte. Was soll man davon halten? Wie lange kennst du den Mann schon? Die Leute sind vor 5 Jahren hier eingezogen. So lange kenne ich sie. Ihn, die Kinder. Kinder? Ja, die haben auch noch eine Tochter. Halten Sie mal, Chef. Ja, einen Zusammenstoß scheint er offenbar nicht gehabt zu haben. Ach, das ist interessant. Komm mal her, Robert. Sieh dir das an. Da auch? Blutflecken. Herr Keller! Robert! Ja, wir kommen, Mutter. Sag was, Junge, rede was. Was denn? Ich weiß ja nicht, was los ist. Muss was los sein, damit du redest. Nein, nein, aber ich weiß nicht, warum du so komisch bist. Komisch? Wieso? Bin ich komisch? Ja, Vater, bist du. Komisch. Ich habe zu viel gearbeitet. Weißt du? Plötzlich wird einem alles zu viel. Man stellt fest, man kann nicht mehr. Man ist am Ende. Was denn, Vater? Was denn? Komm, trink was. Whisky? Danke. Magst du nicht? Du trinkst doch das Zeug. Ich trinke das sonst gar nicht. Für dich ist es doch da. Whisky steht im Schrank. Muss im Schrank stehen, weil mein Sohn Whisky trinkt. Also, trink doch. Ich schenk dir ein. Tja, und es bleibt die Frage, wessen Blut ist das nun eigentlich? Jetzt geht aber deine Fantasie mit dir durch. Was ist denn das für eine Frage? Und der Mann selbst hat keine Wunde? Ich habe jedenfalls keine gesehen. Was sagen Sie dazu, Herr Keller? Ich habe schon öfter Leute gesehen in dieser Verfassung. Sie sitzen da, können kaum atmen. Sie zittern, alles an ihnen vibriert. Und das war ein Mörder, kurz nach der Tat. Sie wollen doch wohl nicht damit sagen. Ich will gar nichts sagen. Natürlich sagen Sie etwas. Sie sagen? Ja, dass ich Mörder gesehen habe, die sich so benommen haben, wie gerade eben Herr Lansky. Eben, den Eindruck hatte ich auch. Aber es bedeutet nichts. Machen Sie nichts daraus. Es wäre ganz falsch. Ich glaube, ihr seid nicht ganz gescheit. Ihr seid euch euren Beruf völlig verdorben. Ihr seid überall nur Verbrechen. Kommt jetzt essen. Ich hoffe, Robert, du hast dich nicht benommen wie ein Polizist. Nein, das hat er nicht. Danke. Das sind sehr nette Leute. Kinder sind höflich, grüßen, halten mir den Wagen, wenn ich schwer zu tragen habe. Mit den Wagen haben die 2 Wagen? Ja, der Junge hat einen Wagen. Ja, sie hat doch auch einen. Ja, sie hat auch einen. Das ist doch nichts Besonderes. Jedenfalls spricht es nicht gegen diese Leute. 3 Wagen in einer Familie. Wenn Sie sich das leisten können. Guten Appetit. Dankeschön. Wie geht's in der Schule, Hansi? Ganz gut. Halbes Jahr noch, ne? Ja, ein halbes Jahr noch. Das Abitur, das schaffst du doch. Ja, wahrscheinlich. Wieso wahrscheinlich? Wie meinst du das? Ich weiß doch nicht, was für Themen, für Aufgaben wir kriegen. Abitur ist eine Voraussetzung. Note 1,3 ist das Mindeste heutzutage. Ja, ja, Vater. Ja, und du sagst wahrscheinlich. Ich schaff's schon. Muss auch, verstehst du? Muss auch. Muss auch? Du hast es doch auch nicht gehabt, das Abitur, und bist was geworden. Vater, jetzt sitzt er wieder so da. Ja, Dr. Mertens ist gekommen. Bitte, Herr Doktor. Guten Abend. Na, was machen wir denn für Geschichten, Herr Lansky? Sage mal, mit dir haben wir ja gar nicht mehr gerechnet. Tja. Dann Frau Heines. Guten Abend, Herr
Herr Heines. Na, Walter. Schön, dass du doch noch gekommen bist. Ja. Hast du schon gegessen? Ja, danke, ich habe schon gegessen. Du hast was verpasst. Danke dir. Komm rein. Na, und Chef? Ja, guten Abend, Harry. Ja, es war ein Riesensteak in der Pfanne. Was, ja, was sollte ich machen? Hm? Ja, komm, setz dich. Willst du ein Bier? Nein, nein, nur noch Mineralwasser. Bei wem warst du denn eingeladen? Bei der Tussi? Sie wollte mir zeigen, dass sie auch kochen kann. Na und? Wie war der Nachtisch? Und dein Taktgefühl ist erstaunlich. Wenn es Nachtisch gegeben hätte, wäre ich bestimmt nicht hier. Was kam denn dazwischen? Ihr Vater. War der nicht so nett? Nein, nein, er war entzückend. Der unterhielt sich mit mir. Über Besoldungsgruppen bei der Kriminalpolizei. Da habe ich echt Angst gekriegt. Na, wir können ja eben mal nachrechnen, was da überbleibt. So, willst du noch was zu trinken? Nein, also bitte, Frau Heines, das übernehme ich jetzt. Sie haben nur eine Aufgabe, sich hier hinzusetzen und sich zu erholen. Sie haben schließlich genug getan heute. Also, brutto haben wir... Ach, Harry, du tust mir aber richtig leid. Tja. Na, dir geht der Herr Lansky von nebenan auch nicht aus dem Kopf, was? Nein. Die ganze Zeit denke ich, ob man da nicht was tun müsste. Ja, aber was denn, Robert? Es ist ja nichts passiert. Du kannst ja nicht einfach auf deinen Nachbarn losgehen, nur weil da etwas ist, was wir uns nicht erklären können. Er ist Vertreter bei Gehring. Das ist ein großes Stoff- und Modehaus. Und wenn man da mal anruft? Aber Robert... Aber der reist doch für die. Die müssen doch wissen, wo er gewesen ist heute. Er hat doch seine feste Tour, nehme ich an. Also mitten in der Nacht willst du anrufen? Ja, vielleicht kann man da jemanden privat erreichen. Ja, also dazu besteht überhaupt kein Anlass. Sie haben gesagt, dass der Mann ausgesehen hat wie ein Mörder kurz nach der Tat. Ja, ich weiß. Und gerade das hätte ich nicht sagen sollen. Frau Lansky war noch mal da. Was will sie denn? Ihr Mann möchte Sie sprechen, Herr Keller. Ja, ich wollte mich nur noch mal bei Ihnen entschuldigen. Sie sind Kommissar. Ja. Kriminalkommissar. Ja. Ich kenne Herrn Heines ja schon lange. Sie sind sein Chef. Ja. Sie sind zu Besuch bei ihm, habe ich gehört. Ja, alle 4 Wochen lädt Robert Heines seine Kollegen ein. Tja, umso unverzeihlicher finde ich, dass man sie einfach rübergeholt hat. Aber bitte nehmen Sie das meiner Frau nicht übel. Nein, nein, natürlich nicht. Wenn Sie mir die Freude machen wollen, ein Glas darauf. Sehr gerne. Hauptsache, Sie sind wieder in Ordnung. Vollkommen. Zum Wohl. Zum Wohl. Was müssen Sie bloß gedacht haben? Was für einen Eindruck habe ich denn gemacht? Naja, Sie machten den Eindruck eines Menschen, ja, der sich in einer Notlage befand. Notlage? Ja. Überhaupt nicht. Notlage? Nein, nein. Ich bin nicht im geringsten in einer Notlage. Schmeckt Ihnen der Whisky? Haben Sie Zeit? Wollen Sie sich einen Moment setzen? Aber Heinz... Was denn? Ich habe den Herrn Kommissar gefragt, ob er einen Whisky mit mir trinken will. Und du siehst, er tut es. Sehr guter Whisky. Ich nehme ihn ab und zu, wenn der Tag anstrengend ist. War er das? Es ist nicht leicht, heutzutage Geschäfte zu machen. Es wird sehr viel verlangt. Aber es ist doch nichts Neues. Sage ich immer wieder. Ihr könnt doch nicht tun, als hört ihr das zum ersten Mal. Aber das tut doch niemand, Vater. Doch, ihr wundert euch. Sehe ich euch an. Was siehst du uns an? Ich hatte einen anstrengenden Tag heute. Erfolgreich, aber anstrengend. Wollen Sie nicht sagen, was passiert ist? Sie hatten Blut an den Händen. Was hatte ich? Das Handtuch in der Toilette hatte Blutflecken, Heinz. Willst du sagen, du weißt nichts davon? Nein, davon weiß ich nichts. Dr. Mertens sagt, es ist eine Nervensache. Hat er ihm was gegeben? Eine Spritze und ein Schlafmittel. Hm. Na, Lu, Vati ist da? Stimmt, der Wagen steht ja draußen. Du, Hansi, ich war im Kino. Oh, ein schwedischer Film. Süß, sag ich dir. Aber sag Mutti nichts davon. Wo ist denn Vati? Im Zimmer. So. Vati! Ist der Herr Keller noch da, Hans? Ja, bitte. Wie geht's dir denn, mein Kind? Wie geht's dir? Ja, ich habe einen von der Firma am Telefon gehört. Er kennt Lanz. Ja, ja, ich bin früher gekommen. Hast du schon gegessen? Nein, du? Nein, ich auch nicht. Machst du uns noch was, Mama? Ja, aber... No,
Wieso kommst du schon mitten in der Woche, Vati? Ich habe einfach Schluss gemacht, weißt du, aber ich habe dir trotzdem was mitgebracht. Ui, da bin ich aber neugierig. Was denn? Eigentlich solltest du es erst zum Geburtstag bekommen, aber ich kann es dir ja auch jetzt schon geben. Komm mal mit. Ja, also ein früherer Abteilungsleiter von Lansky, der sagte wirklich, der arbeitet seit einem Jahr nicht mehr bei uns. Den haben wir entlassen. Schau mal, Mutti, das hat mir Vati mitgebracht. Ist die nicht herrlich? Tja, das sind ja Brillanten. Ich muss Sie sprechen, Herr Kommissar. Sie können sich einiges nicht erklären, nicht wahr? Herr Lansky. Sie ihn anders sieht, dass Sie sich Gedanken machen. Aber es besteht keinerlei Anlass. Ich mache mich verdächtig, ich weiß. Und Sie wissen es auch. Bitte, sagen Sie mir, was Sie denken. Fragen Sie. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie mich fragen. Sie wollen, dass ich Ihnen Fragen stelle? Ja. So wie ich es gewöhnt bin, Fragen zu stellen? Bitte. Also gut. Wo sind Sie gewesen heute? In Augsburg. Was haben Sie dort gemacht? Kunden besucht. Wen? Geben Sie mir Namen, Adresse, Telefonnummern. Ich war bei Kunert, Hofmeister, Arndt und Söhne. Adressen? Warum wollen Sie die Adressen? Es reicht mir, wenn Sie die Telefonnummern geben. Hier wollen Sie anrufen? Warum? Um Ihre Angaben zu überprüfen. Welche Angaben? Ja, Sie haben gesagt, Sie waren in Augsburg. Ich war in Augsburg. Ich bin jeden Mittwoch in Augsburg. Schon seit Jahren. Ich war heute dort. Ich nehme meinen Beruf sehr ernst. Aber Sie haben die Telefonnummern nicht. Sie können nicht anrufen. Nachts um 11, da meldet sich doch keiner. Aber ich habe die Adressen und Telefonnummern in meinem Notizbuch, im Handschuhfach, im Wagen. Robert? Ja? Im Wagen von Herrn Lansky im Handschuhfach liegt ein Notizbuch. Sie erlauben, dass er das holt. Ist der Wagen abgeschlossen? Natürlich, wenn Sie wollen. Der Wagen ist offen. Hm. Sie glauben mir nicht, dass ich in Augsburg war. Wie lange brauchen Sie von Augsburg bis hierher? Eine Stunde. Aha. Dann waren Sie also um 7 Uhr noch in Augsburg. Ja. Können Sie mir sagen, wo? Im Hotelstadt München. Bin ich immer. Da kennt mich jeder Ober. Da können Sie ruhig anrufen. Warten Sie, ich suche die Telefonnummer raus. Ich habe hier einen Hotelführer. Wo liegt denn das jetzt? Augenblick bitte. Helga! Helga! Ja, Heinz, was ist? Nichts, Helga, nichts. Entschuldigen Sie, Frau Lansky. Bitte, Herr Heinz. Lass uns noch einen Moment allein. Das ist es. Und das ist das Auftragsbuch. Da steht ja nichts drin. Die letzte Eintragung, die ist. Das ist ja ein Jahr her. Für welche Firma arbeiten Sie? Gering, Gering und Co. Und dieser Firma haben Sie seit einem Jahr keine Aufträge mehr gebracht? Oder was soll das hier bedeuten? Das ist das Auftragsbuch eines Reisevertreters. Ja, arbeiten Sie für diese Firma nicht mehr? Ja oder nein? Nein, ich. Dann haben Sie auch keine Kunden besucht in Augsburg. Wo waren Sie also? Und sagen Sie mir die Wahrheit jetzt! Wie reden Sie mit mir? So wie Sie wollten, dass ich mit Ihnen rede. Genau diesen Ton wollten Sie ja hören. Sie wollten ins Verhör genommen werden. Was ist denn? Wie reden Sie denn mit meinem Vater? Ich will jetzt endlich wissen. Nichts. Nichts ist nichts Besonderes. Frau Lansky, bitte. Warum darf ich nicht hier im Zimmer bleiben? Man wirft dir doch nichts vor. Nein, nein, bitte geht. Ich habe Angst, Heinz. Ich habe plötzlich Angst. Dazu besteht gar kein Grund. Bitte, geh. Es stimmt. Ich bin nicht mehr bei Gering und Co. Sie haben mich entlassen. Vor einem Jahr haben sie mich. 20 Jahre war ich bei den Leuten. Hab mir die Hacken abgelaufen. Hab nichts anderes gedacht, als wie ich das da voll kriege. Und heute auf morgen war das aus. Aus war es, rausgeschmissen. Aber man muss doch einen Grund gehabt haben. Der Grund? Gerings Schwiegersohn, das war der Grund. Legt sich nur in gemachte Betten, der Mann. Bekam meinen Bezirk, den besten, den die Firma hatte. Den ganzen süddeutschen Bezirk und mich wollte man abschieben in die Verwaltung. Aber das habe ich nicht mitgemacht. Ich habe denen gesagt, was ich von der Sache hielt. Kein Blatt vor den Mund genommen. Da haben sie mich rausgeschmissen. Ich verstehe nur eines nicht, Herr Lansky. An Ihren Koffern, die da draußen stehen, da hängen immer noch die Firmenzettel. Gering. Ja. Warum? Sie wissen es nicht. Was denn, Ihre Familie weiß nicht, dass man Sie entlassen hat? Nein. Bis heute nicht? Bis heute nicht. Mein Sohn stand vor schwierigen Prüfungen. Meine Tochter, diese Fröhlichkeit,
Diese Lebensfreude, die sie hat, nein, nein, das war ganz unmöglich. Ich konnte niemandem etwas sagen. Auch ihrer Frau nicht? Ihr schon gar nicht. Ja, hat denn niemand etwas gemerkt? Sie haben doch Ihre Lebensweise geändert, oder nicht? Nein. Moment mal. Wollen Sie damit sagen, dass Sie mit Ihren Koffern weiterhin herumgefahren sind? Nach Nürnberg, nach Regensburg, nach Augsburg oder wo immer? Ich habe versucht, eine neue Stellung zu finden. Die Sie nicht gefunden haben? Ich bin 58, das heißt 59. Das hatte ich ganz vergessen. Ich werde nächstes Jahr 60. Man erschrickt. Jeder erschrickt vor 60. Robert, Harry und Walter sollen den Wagen durchsuchen, ganz genau. Und versuch du noch jemand von Gehring an den Apparat zu bekommen. Ich brauche Einzelheiten hier. Herr Lansky, Sie haben ein Jahr lang kein Geld verdient. Nein. Konnten Sie sich das leisten? Ein halbes Jahr konnte ich es mir leisten, dann hatte ich kein Geld mehr. Herr Lansky. Eines Tages kam ich nach Hause und hatte mir vorgenommen, heute sagst du es Ihnen, aber ich konnte es Ihnen nicht sagen an dem Abend. Das war ganz unmöglich. Und am nächsten Morgen? Da zog ich wieder los. Irgendetwas musste ich ja unternehmen. Ich bin dann nach Bad Wiessee gefahren, ins Spielcasino. Und haben verloren? Alles, was ich noch hatte. Was im Kofferraum, Robert? Nichts Besonderes. Was hast du? Eine Karte. Eine Karte von Süddeutschland. Aber da ist doch was unterstrichen. Landsberg, Hersching und Berg, alles hier in der Umgebung. Und eine Tankquittung habe ich, mit Datum von heute. Berg, bei Sternberg. Was machen Sie denn da am Wagen meines Vaters? Herr Heines, Sie sind's? Was suchen Sie denn? Eine Erklärung für die Blutspuren am Steuerrad. Und Sie legten Ihre Zeugnisse vor? Ja, aber Sie nahmen mich nicht. Sowas riecht man, Verzweiflung riecht man. Sie sahen mir an, dass ich am Ende war. Und am nächsten Tag brauchte ich Geld. Wo war das? In Augsburg. Ich saß abends im Hotel. Ich wusste, ich konnte meine Rechnung nicht bezahlen. Aber sonst wusste es niemand. Ich war dort seit Jahren bekannt, ein typisches Vertreterhotel. Ich beneidete meine Kollegen. Sie wussten, was sie verdient hatten. Sie trugen es ein. Ich hatte nichts einzutragen. Ich hatte ja nichts verdient. Irgendwas musste ich tun. Ich hatte das Gefühl, vor einem Ende zu stehen. So war das also. Das Ende. Man geht über irgendeine Straße. Es ist kalt. Man ist allein. Man weiß nicht weiter. Wie soll ich Ihnen meine Stimmung beschreiben? Es war Verzweiflung, Wut, ich weiß nicht was. Der Wunsch, irgendetwas zu tun, irgendetwas. Eine Tat brauchte ich. Einfach, um aus der Lähmung herauszukommen. Was ist denn da los? Was ist denn das für ein entsetzlicher Krach? Das kann nur beim Jubilä Wilke sein. Doch, da ist er ja. Sie können sich nicht vorstellen, wie mir zumute war. Ich hatte keine Angst. Überhaupt nicht. Ich war wie befreit. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber ich fühlte mich, ja, erleichtert. Mark. Der Mann hatte 800 Mark bei sich. Und ich habe sie gestohlen. Gut, gut. Ich weiß, aber ich hatte nicht die geringsten Bedenken in dem Moment. Ich hatte sie einfach nicht. Sie sind entsetzt, nicht wahr? Ich sehe Ihnen an, dass Sie entsetzt sind. Die 800 Mark waren keine Lösung Ihres Problems. Nein, nein, natürlich nicht. Aber sagen Sie, welche Menschen sind eigentlich Verbrecher? Bin ich einer? Ja, das sind Sie. Wieso? Sie haben gestohlen. Diebstahl ist ein Verbrechen. Aber ich habe nur genau erklärt, wie es dazu kam. Man hat mir meine Stellung genommen. Man hat mich auf die Straße gesetzt. Haben Sie das nicht begriffen? Ja, das habe ich begriffen. Da bin ich nicht so sicher. Wenn Sie sagen, Verbrechen, also, wenn Sie das sagen, das bedauere ich sehr. Und überhaupt, nichts von dem, was ich hier erzählt hatte, das stimmt.
Ich habe hier nichts zu Protokoll gegeben. Sie sehen, ich trinke. Ich bin nicht verantwortlich zu machen für das, was ich sage. Gehen Sie doch. Bitte. Gehen Sie. Helga! Helga! Martina, wo ist Mutter? In der Küche. Was haben Sie denn da? Das ist doch meine Landkarte. Geben Sie das her. Was wollen Sie damit? Warum sind Sie eigentlich noch hier? Gehen Sie endlich! Guten Nacht, Herr Lansky. Man durchsucht meinen Wagen. Man hält mich für einen Verbrecher. Er war gegen 6 Uhr heute Abend in Berg. Der Tankstellenbesitzer konnte sich an ihn erinnern. Mhm. Lansky hat seinen Wagen bei ihm stehen lassen. Er wollte ihn später abholen. Wann er ihn abgeholt hat, konnte er nicht sagen. So gegen 7:30 sei der Wagen jedenfalls nicht mehr da gewesen. Lansky hat sich also 1,5 Stunden in Berg aufgehalten. Frage, was hat er in Berg gewollt? Ich habe die Nummern und Namen in seinem Notizbuch durchgeblättert. Wissen Sie, wer da wohnt? Nein. Gehring wohnt da. Was sagen Sie dazu? Was ist denn nun mit Lansky? Habt ihr mit ihm gesprochen? Es meldet sich niemand. Ich rufe gerade bei Gehring an. Robert, hast du schon erzählt? Ja, ja, hat er. Also wir halten es alle für ziemlich wahrscheinlich, dass Lansky nur dort gewesen sein kann. Hm. Meinen Sie nicht, man sollte die Landpolizei in Starnberg mal anrufen? Die können doch mal rüberfahren. Also irgendwas stimmt da nicht. Ja, es wird sich schon herausstellen, wenn etwas passiert ist. Aber es ist ja nichts passiert. Außer, dass wir einen Menschen kennengelernt haben, der sich seltsam benimmt und ein bisschen Blut an den Händen hat. Das ist doch nicht unwichtig. Nein, nein, ich weiß. Aber dieser Mann, wenn er etwas getan hat, der kommt ganz von selbst. Der kommt ganz von allein. Ich war doch wie zu Hause bei den Firmen, die ich 20 Jahre lang besucht hatte. Ich kannte genau die Büros, die Kassenräume, kannte die Eigenheiten der Inhaber, ihre Gewohnheiten. Ich wusste auch, wo und wie sie ihr Geld aufbewahrten. War gar nicht so schwer. Wenn man sie einmal entschlossen hatte. Und ich hatte mich entschlossen. Wenn die anderen sich mit ihren Aufzeichnungen beschäftigten und für diesen Tag ihre Arbeit beendet hatten, dann begann meine. Ich kann es Ihnen nicht beschreiben. Das Gefühl von Zufriedenheit, das ich hatte. Ja, Sie hören richtig, von Zufriedenheit. Ich fühlte mich fast glücklich. Ich hatte keine Angst, das am wenigsten. Wie oft war ich hier gewesen, hatte Geschäfte gemacht. Zigarre, ein Glas Cognac, bitte Herr Lansky, besten Dank Herr Hollmann. Und ich hatte gesehen, wie Hollmann seinen Schrank öffnete. Es war nicht schwer, an sein Geld zu kommen. Der Schrank war altmodisch, die Kombination simpel. Wissen Sie, hatte Hollmann mir früher mal gesagt, die beste Art, einen Hochzeitstag nicht zu vergessen, machen Sie eine Kombination für Ihren Geldschrank daraus. Fast 12.000 Mark. Das waren wieder 4 Monate Leben. Wie oft haben Sie das gemacht? 3-4 Mal, aber einige Male klappte es nicht. Irgendwas schaffte ich nicht. Mauer, Türschloss. 3-4 Mal ging alles gut. Landsberg, Augsburg, Ulm. Alles Firmen, die Ihnen gut bekannt waren? Ja. Und immer Firmen, die mit Gehring zusammenarbeiten? Ja. Und Sie hatten bei jedem Einbruch das Gefühl von Zufriedenheit, wie Sie sich so schön ausdrückten. Antworten Sie. Wohin gingen Sie dann? Nach Hause, ins Hotel zurück. Herr Lansky? Ja, was ist mit Ihnen los? Wie sehen Sie denn aus? Lassen Sie mich in Ruhe. Wer war das? Hessler, der Schwiegersohn von Gehring, dem ich meinen Bezirk abtreten musste. Den traf ich. Ausgerechnet den traf ich vor der Tür. Lansky. 602, bitte. Ist doch passiert. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nein, danke. Ich dachte nur, weil, sind Sie noch in der Branche? Wen vertreten Sie jetzt? Seitdem Sie bei uns ausgeschieden sind, haben wir nichts mehr von Ihnen gehört. Wie geht's Ihnen denn? Danke.
Sind Sie gestürzt? Ja, ich bin gefallen auf der Straße. Kleiner Unfall. Brauchen Sie einen Arzt? Nein, danke. Aber man sieht Ihnen an, Herr Lansky, dass Sie einen Arzt brauchen. Soll ich mich darum kümmern? Nein. Bitte. Das war dumm. Ich wusste, ich hatte einen Fehler gemacht. Einen großen Fehler. Ich werde baden. Ich ziehe mich um und suche Hässler auf. Den Mann, dem ich mein ganzes Unglück verdanke. Bitte, bitte. Entschuldigung, wenn ich störe, aber es hat mir keine Ruhe gelassen, meine Unhöflichkeit. Ich war etwas verstört. Kleiner Unfall, ein Auto fuhr mich an und ich fiel hin. Der Bursche verschwand natürlich, der Licht aus, weg war er. Also, ich bitte nochmals um Entschuldigung. Ach, mach doch nichts. Kommen Sie rein. Bitte. Nehmen Sie Platz. Danke. Whisky? Ja, warum nicht? Danke. Auf den Schreck? Was? Ja, wirklich. Pur? Ja, danke. Bitteschön. Sind Sie eigentlich nicht in der Branche geblieben? Nein, ich... Haben Sie sich selbstständig gemacht? Ja, ich habe mich noch nicht entschieden. Es gibt da einige Möglichkeiten, aber ich weiß noch nicht. Naja, wenn es Ihnen nur gut geht. Warum soll es mir nicht gut gehen? Wie kommen Sie darauf, dass es mir nicht gut geht? Es gibt nicht den geringsten Grund zu klagen. Ja, regen Sie doch nicht auf, Herr Lansky. Ich reg mich doch gar nicht auf. Mir geht es ausgezeichnet. Ich komme ohne Gehring aus, den brauche ich nicht. Hässler, ja? Hm? Ja? Ach. Wann? Wann war das? Geflüchtet. Gibt es eine Beschreibung? Hm? Ja. Ja gut, ich bleibe im Hotel natürlich. Jederzeit, ja. Danke, ja. Wiedersehen. Bei Kleinschmidt wurde eingebrochen. Den kennen Sie ja auch. Jahrelanger Kunde von uns. Also, von Ihnen. Ein Einbruch? Hm. Der Mann wurde gestört, flüchtete. Ach. Ja. Älterer Mann. Schien sich ganz genau auszukennen bei Kleinschmidt. Ist komisch. Wieso komisch? Ja, es wurde schon ein paar Mal eingebrochen bei Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Hollmann, Gröner, Weise. Die kennen Sie ja auch alle, nicht? Da sind Sie ja jahrelang ein- und ausgegangen, als Sie noch für uns arbeiteten. Wir wurden unterbrochen. Was sagten Sie? Für wen arbeiten Sie jetzt? Ja, nein, danke. Ich trinke nicht mehr. Besten Dank. Gute Nacht. Sehen Sie, Herr Kommissar, dieser junge Mann wollte nie etwas anderes als Erfolg. Ich war ihm gleichgültig. Was ich machte, interessiert ihn überhaupt nicht. Für den war ich ein alter Mann. Weg damit! Weg mit den alten Leuten! Zum Teufel mit ihnen! Warum leben die überhaupt noch? Sie meinen, Hässler hat geahnt, dass Sie es waren. Also das verstehe ich nicht. Ist doch alles hell. Da muss doch jemand zu Hause sein. Wie viele wohnen da eigentlich? Da ist der Gehring, seine Frau, dann seine Tochter, sein Schwiegersohn. Ja, da wohnen mindestens 4 Leute. Gib mir mal das Telefon. Niemand? Obwohl das Haus hell ist. Ja, ich verstehe. Zimmer hell, Außenlampen brennen. Moment mal, es macht niemand auf. Ob sie durch ein Fenster rein soll oder aufbrechen. Mit Gewalt? Da lass uns aber lieber erstmal den Chef fragen. Ja, unternehmen Sie vor, ist nichts. Wir rufen zurück. Ende. Glaubt ihr denn wirklich, dass Lansky? Der Junge sitzt bei mir in der Küche ganz verstört. Hansi? Hansi? Ja, Frau Heines? Sie sollen aufbrechen. Irgendwie rein, nur schnell. In Ordnung. Kann ich was helfen? Danke. Erzählen Sie weiter. Was wusste Hässler? Was sagte er? Was tat er? Er kam mir nach auf den Gang. Herr Lansky, warten Sie doch mal. Sie wollen mir nicht sagen, für wen Sie jetzt arbeiten. Und Sie wollen mir nicht sagen, was Sie hier machen. Ich habe doch gesagt, ich habe... Sehen Sie sich doch mal Ihre Schuhe an. Na und? Ist es vielleicht nicht mehr erlaubt, seine Schuhe dreckig zu machen? Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie entsetzt ich war. Hässler hatte mich angesehen, als wisse er alles. Aber wusste er es wirklich? Ich überdachte meine Lage. Würden die Zeugen mich wiedererkennen? Würden sie sagen, das war er? Würde Hässler die Polizei verständigen? Ich habe nicht geschlafen in der Nacht. Bei jedem Schritt draußen dachte ich, kommen Sie jetzt? Klopfen Sie an die Tür.
Es war die schlimmste Nacht meines Lebens. Am nächsten Morgen habe ich meine Rechnung bezahlt. Als ich mich umdrehte, sah ich Hessler. Morgen, Herr Lansky. Guten Morgen. Wollen wir zusammen frühstücken? Besten Dank, aber ich habe schon gefrühstückt auf dem Zimmer. Ich hab's eilig. Ich habe eine Verabredung um 10. Aber ich hätte mich sehr gerne mit Ihnen unterhalten. Tut mir leid, ich bin schon zu spät. Auf Wiedersehen. Aber er hat nicht locker gelassen. Er ist mir auf die Straße gefolgt. Was wollen Sie von mir? Wenn Sie jetzt keine Zeit haben, wann haben Sie denn Zeit? Überhaupt keine. Überhaupt keine. Einen Moment mal. Gehring? Lassen Sie die Finger davon. Sie haben die alten Firmenanhänger noch? Die können Sie haben, von mir aus. Schick sie hinzu, Herr Albot. Herr Lansky, ich fahre jetzt nach München. Heute Abend bin ich zu Hause. Sie wissen ja, wo ich wohne. Bis heute Abend um 8 erwarte ich Sie. Er sagte, bis heute Abend um 8. Wann war das? Wann haben Sie Hessler gesprochen? Heute Morgen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich bin nach München gefahren, aber ich wollte... Ich konnte nicht nach Hause. Was sollte ich sagen? Ich hätte nur alles zerstören können. Sie müssen wissen, Herr Kommissar, dass das Glück meiner Familie mir über alles geht. Und abends haben Sie Hessler besucht? Ja. Ich war in Berg, bin hingefahren. Das Haus kannte ich ja, bin früher da ein- und ausgegangen. Den Wagen ließ ich an der Tankstelle stehen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Er hatte gesagt, bis 8. War das eine Drohung? Was würde er tun, wenn ich nicht kommen würde? Ah, da sind Sie ja. Kommen Sie rein. Ich habe auf Sie gewartet. Meine Frau und meine Schwiegereltern sind ins Theater gefahren nach München. Sie wissen von nichts. Ich wollte erst mit Ihnen allein sprechen. Wollen Sie auch? Nein, danke. Ja, Lansky, ich habe heute Nachmittag herumtelefoniert. Überall dort, wo in Firmen, die wir liefern, eingebrochen wurde. Ich habe mir die Einzelheiten geben lassen. Der Einbrecher hat sich sehr gut ausgekannt. War vollkommen vertraut mit den Örtlichkeiten. Nicht nur damit. Auch mit spezifischen Angewohnheiten, die nur jemand wissen kann, der seit Jahren genau die Verhältnisse kennt. Die Polizei hält den Mann für einen absoluten Amateur. Ungeschult, laienhaft. Tja, fast hilflos manchmal. Lansky, waren Sie das? Lansky! Was um Himmels Willen hat Sie bewogen, so unglaubliche Dinge zu tun? Sie bestehlen Ihre früheren Kunden. Da können Sie mir eine Erklärung dafür geben. Ich bekam keine Arbeit mehr. Ich habe mich überall beworben, aber niemand wollte mich einstellen. In meinem Alter. Ich habe alles versucht, vergeblich. Sie haben es also wirklich getan. Sie müssen sich natürlich der Polizei stellen, daran kommen Sie nicht vorbei. Ja, aber Sie können nicht erwarten, dass ich schweige, dass ich Sie decke. Nicht das? Damit rechnen Sie doch nicht. Also, ich erwarte, dass Sie morgen früh zur Polizei gehen oder ich... ich muss Anzeige erstatten, Lansky. So leid mir das tut, das müssen Sie doch verstehen. Ich würde mich ja sonst mitschuldig machen. Was hat er gesagt? Niemand weiß etwas? Ich habe niemandem etwas gesagt? Ich wollte erst mit Ihnen sprechen. Ich dachte, da gibt es also nur einen Menschen, der etwas weiß. Er telefonierte. Schon mit der Polizei? Hallo? Hallo, ich warte. Es ist dringend. Ja, Frau Lansky. Ich muss mit Ihnen sprechen. Hier ist der... Moment. Was wollen Sie? Sie wollen mit meiner Frau sprechen? Sie wollen? Lansky! Sie wollen? Lansky! Meine Frau sprechen! Sie wollen mit meiner Frau sprechen! Sie! Lansky! Sie! Sie
Sie haben Hessler getötet. Kommen Sie, Herr Lansky.